So, ja, dann herzlich willkommen zum 105. Netzpolitischen Abend hier auf der CBase. Vielen Dank fürs Einschalten oder auch Nachschauen, wenn es dann schon soweit ist. Unser Hashtag für heute Abend lautet NPA105, falls sich jemand im Internet einbringen will. Wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn es Fragen oder Anmerkungen auf Twitter gibt. Allerdings werden die Fragen heute nicht direkt im Anschluss an den Vortrag geklärt, sondern erst in der Diskussionsrunde ganz am Ende. Und eine kleine Anmerkung hätte ich auch von der DigiGuess. Und zwar hat gestern das Byte Club Projekt durchgestartet. Das sind 5 super engagierte Studentinnen aus der UdK. Und die wollen nämlich netzpolitische Themen zugänglicher für die Gemeinschaft machen. Und dazu nutzen die unseren Instagram-Account. Deswegen schaut da gerne mal rein, falls ihr Lust drauf habt. Da seht ihr vielleicht auch ein paar bekannte Gesichter. Und dann kommen wir auch schon zum Programm heute. Ich hatte vor 2 netzpolitischen Abenden ganz feierlich angekündigt, dass wir jetzt seit einem ganzen Jahr online netzpolitische Abende haben, statt richtige Personen hier. Und das geht super vielen Veranstaltern oder Vereinen und Organisationen so. Und genau darüber wollen wir heute Abend reden. Wir haben 2 VertreterInnen. Erstens Alexandra Wolf von der Programmleitung der Republika und dann noch Tim vom Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen. Mal schauen, ob die Anna noch kommt, die ist von unitedwestream.org, aber das steht in den Sternen. In Anschluss an deren Vorträge gibt es natürlich eine kleine Diskussionsrunde, geleitet von Sebastian Mark. Ja, dann können wir auch schon beginnen. Ja, hi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin natürlich wie so viele Menschen ewig nicht mehr in der CBase gewesen und das ist so aus dem Nähkästchen immer so die Hausaufgabe für unsere Programmpraktikantinnen. Die müssen dann immer zum netzpolitischen Abend gehen und was lernen. Ich bin Alex, ich bin die Programmleitung der Republika. Die Republika kennt ihr wahrscheinlich in dem Dunstkreis alle. Ich reiße es trotzdem noch mal kurz ab. Sie wird Europas größte Konferenz für Gesellschaft in der digitalen Transformation genannt. Also sowas wie die eierlegende Wollmilchsau dieser Digitalkonferenzen. Die gibt es seit 2007, hat damals in Berlin in der Kalkscheune angefangen als ein BloggerInnen-Treff. Da ging es also um, wer darf eigentlich publizieren, wer recherchiert, also die Emanzipation zum Prosumenten. Und es ging um ja, alles, was das Netz eigentlich betrifft von Anwendung und Technologie, aber eben auch das, der Umgang miteinander. Und wenn man jetzt kurz Kopf rechnen kann, dann würde man merken, dass wir dieses Jahr unseren 15. Geburtstag feiern wollen würden. Das können wir dank der Pandemie nicht so, wie wir das möchten. Naja, seitdem ist die Republika gewachsen. Netzpolitik ist da schon immer das Kernthema, aber da folgte dann ziemlich schnell Bildung und Gesundheit dazu. Und über die Jahre wurde dann der Platz auch ein bisschen klein. Wir sind in die Station Gleisdreieck gezogen und ja, irgendwann war dann alles dabei, was irgendwie digitalisiert werden muss, will, kann, darf. Also auch Lifestyle, Mode, Musik und so weiter und so fort. Und eben auch sehr international, immer doch das letzte Mal aus 80 verschiedenen Ländern da SprecherInnen gehabt. Und mit dem letzten Mal meine ich die RP19, wo wirklich 20.000 Leute da waren und wir fulminante Gäste hatten und sogar der Bundespräsident hat mal vorbeigeschaut. Na, und wie ist dieses Programm? Es ist sehr heterogen von der Besucherinnenschaft, aber auch wie wir das Programm gestalten. Wir haben auch Partner und Förderer, die inhaltlich beitragen. Wir haben eingeladene Keynoter und der Call for Participation ist key. Also über ein Drittel des Programms wird aus den Ideen von der Community gestaltet. Und das ist natürlich immens wichtig. Und dann kommen wir auch zum vermaledeiten Jahr 2020, wo dieser beknackte Virus zu uns rüberkam. Und wir haben ich glaube, es war der 13. März, ist jetzt also auch schon über ein Jahr her, das Damoklesschwert hing schon über uns, mussten wir dann die Veranstaltung absagen. Und sind Sprecherinnen in der Woche davor weggebrochen, je nachdem, in welchem Land Deutschland als Risikogebiet ausgerufen worden ist. Das fing mit Israel an und dann kamen die nordischen europäischen Länder. Und das war dann einfach nicht mehr machbar. Man hätte überlegen können, okay, wir lassen die Alten weg oder bestimmte Länder, aber das ist überhaupt nicht das, wofür wir stehen und was wir machen wollten. Und nach wirklich 5 Stunden tausende E-Mails schreiben, hat man es dann geschafft, 9 Monate Arbeit irgendwie in die Tonne zu treten. Es war ziemlich, ziemlich traurig, um dann aber dann gleich am Montag drauf zu sagen, okay, wir müssen was machen. Es ist ja die Republika, die kommt aus dem Netz, also müssen wir da zurück. Das steht uns sonst gar nicht. Geht auch wirtschaftlich nicht, denn wir sind ja eine privatwirtschaftliche Veranstaltung.
Und dann haben wir es geschafft, wie es immer noch für mich ein kleines Wunder, in 36 Tagen eine Digitalkonferenz, also im digitalen, im virtuellen Raum auf die Beine zu stellen. Und das war für uns ziemlich krass, denn ich hatte bis dahin noch keine Vergleichsmomente. Also die Debatten schließen sich, sind da natürlich drin, welches Tool verwenden wir, welche Plattform, wie kommen die Leute rein. Es ist spaßig und so hatten wir dann in the end 4 Streaming-Kanäle und das Programm war ja an sich schon fertig. Wir hatten 900 Sprecherinnen schon geplant und was wir dann gemacht haben im Programmteam ist, die Konferenz, die wir kennen, ins Digitale umzuklappen. Also haben wir auch mit einem sehr starren Rahmen da gearbeitet, Talk, Q&A auf eben diesen 4 Kanälen, 11 Stunden Dauerbeschallung und visueller Overload und hatten dann noch einen digitalen Hof dazu. Der Hof ist immer bei der Republika sehr wichtig für das Gemingele und den Austausch. Klingt jetzt rückblickend nach einem Jahr sehr simpel, war unglaublich anspruchsvoll und um so ein bisschen zu zeigen, wie das war, habe ich ein Video mitgebracht, das der Sebastian kurz mal abspielen kann. Ein bisschen wehmütig wird man dann, ne? wenn man so Bohemian hört. Ja, das muss man auch immer singen am Ende von der Republika. Seit, glaube ich, der 2010. Oh Gott, Johnny wird mich... Na, wir werden mal gucken, wie lange das schon her ist. Auf jeden Fall, was ich meinte vorhin, wir haben die Konferenz ins Digitale geklappt. Und das war zu dem Moment irgendwie das einzige Sinnstiftende, was wir machen konnten. Ist aber nicht wirklich das längerfristig Sinnvolle, weil im Digitalen gibt es genuin Besonderes, was im Analogen nicht geht. Also es steht eigentlich darum, das noch ein bisschen mehr auszukosten. Und wir stehen jetzt kurz vor unserem dritten Versuch. Wir haben letzten Herbst
jetzt nochmal was ausprobiert. Jetzt steht die Republika 21 an. Die heißt In the Meantime. Die ist vom 20. bis zum 22. Und wir haben einige Sachen wieder aufgenommen, die wir im letzten Mal ausprobiert haben, aber ein paar Sachen sind auch anders. Was wir letztes Jahr nicht gemacht haben, aufgrund der Zeit, war ein Call for Participation, was unglaublich wichtig ist für das Programm der Republika. Und das aber jetzt irgendwie in eine digitale Konferenz oder virtuelle Konferenz einzubinden, ist eben nicht so einfach, weil wir ja einen ständigen Kontakt mit den Leuten brauchen und in Berührung sein wollen. Gleichzeitig wollten wir dieses Talk-Q&A-Schema auf jeden Fall aufbrechen und wir haben nochmal wirklich auf Dezentralität gesetzt. Also wir haben einen Teil, der in unserem Videoprogramm stattfindet, aber auch einen Teil der Beiträge, die auf den Profilen der Plattformen der Teilnehmenden stattfinden. Also möchte die Slow Food Youth einen Feinstaub-Workshop machen, dann kann die das auf ihrem Instagram-Kanal machen oder jemand anders, irgendeine Watchparty auf Twitch. Wir binden das alles eben in dieses Festival mit ein. Wir nehmen dieses Mal auch eine Event-Plattform. Also darüber können wir auch diskutieren, wie man Leute eigentlich eint auf etwas. Also wie schaffe ich Dezentralität, aber trotzdem so ein einendes Gefühl. Und wir haben uns dieses Mal auch entschieden, Tickets zu verkaufen, was wir die letzten zwei Male nicht gemacht haben. Darüber können wir natürlich auch diskutieren. Und ja, jetzt gebe ich gerne weiter an den nächsten Redner. Ja, vielen, vielen Dank, Alexandra. Das Video hat mich irgendwie auch voll mitgenommen, vor allem mit dem Singteil. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Diskussionsrunde gleich. Es geht nämlich direkt mit Tim weiter und dann können wir durchstarten mit dem Besprechen. Ah, überschieben. Hallo. So, okay, nach diesem furiosen Einstand, auch von mir einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tim, ich bin von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Die Initiative hat sich vor einigen Jahren jetzt schon gegründet mit dem Ziel, dass die großen, rein profitorientierten, renditegetriebenen Immobilienkonzerne in Berlin, die mindestens 3000 Wohneinheiten oder mehr besitzen, dass die vergesellschaftet werden sollen. Vergesellschaftung heißt in dem Fall, dass die Bestände diesen Konzernen weggenommen werden sollen und überführt werden sollen in eine Anstalt öffentlichen Rechts. Anstalt öffentlichen Rechts kennt ihr alle, das ist zum Beispiel die ARD und die ZDF oder die BVG oder die Berliner Bäderbetriebe. Also sozusagen Organisationen, die für die Allgemeinheit da sind und dem Ziel haben, sozusagen auch für die Menschen da zu sein. Und in diesem besonderen Fall bei dieser Anstalt öffentlichen Rechts, dass es auch darum geht, dass natürlich die Mieterinnen und Mieter wieder ein Mitspracherecht haben, damit, was mit ihren Wohnungen und den Häusern, in denen sie leben, passieren soll. Denn momentan erleben wir das Gegenteil dessen. Die großen renditegetriebenen Immobilienkonzerne, um die es hier konkret geht, das sind, man weiß es gar nicht genau, 13, 14 Konzerne. Man weiß es deshalb nicht so genau, weil einige sozusagen ihre Geschäftsmodelle auch versuchen zu verstecken über verschiedene Scheingesellschaften, Steuerhinterziehung, so eine Geschichten. Genau, und das sind 13, 14 Konzerne ungefähr, der größte davon, und daher auch der Name ist die Deutsche Wohnen. Die haben in Berlin über 100.000 Wohneinheiten. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Akelios. Namen will ich jetzt nicht weiter aufzählen. Insgesamt haben die einen Besitz von ca. 240.000 Wohneinheiten und statistisch gesehen wohnen in Berlin 2 Menschen in jeder Wohnung. Das heißt, wir reden hier von 500.000 Menschen in diesem Millionenmetropole, denen wir mit ihnen gemeinsam Gutes tun wollen, da sich das Leben und Wohnen in Berlin in den letzten Jahren ja sehr stark verändert hat. Und das hat sich nicht einfach nur zum Besseren verändert, sondern im Gegenteil für viele Menschen auch zum Schlechteren, was der Wohnungsmarkt betrifft, was die Wohnverhältnisse betrifft, die Mietpreise etc. und pp. Genau, deshalb hat sich diese Initiative gegründet für ein Volksbegehren. Volksbegehren heißt, dass die Berlinerinnen und Berliner am Ende dieses dreistufigen Verfahrens dazu aufgerufen sind, darüber abzustimmen, ob sie denn diese Vergesellschaftung wollen, ja oder nein. Das Ganze wird parallel zur Abgeordnetenhauswahl und zur Bundestagswahl am 26. September, das ist, glaube ich, diesen Jahres stattfinden. Da sind wir aber noch nicht. Momentan sind wir in der zweiten Sammelphase. Also das Volksbegehren in Berlin hat ein dreistufiges Verfahren. Es muss beantragt werden. Dafür müssen 20.000 Unterschriften gesammelt werden. Dann prüft der Innensenat,
ob das ganze Volksbegehren überhaupt rechtlich zulässig ist. In unserem Fall hat er sich 400 Tage Zeit gelassen dafür, um dann festzustellen, es ist zulässig. Und aktuell sind wir in der zweiten Sammelphase. Zweite Sammelphase heißt konkret, dass 7% der wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner für dieses Volksbegehren unterschreiben müssen. Das sind ca. 175.000 Stimmen, Unterschriften. Wir haben jetzt das Bergfest erreicht, also die ersten zwei Monate hinter uns und die nächsten zwei Monate noch vor uns, haben jetzt brutto mindestens 130.000 Unterschriften und werden diese zweite Stufe auf jeden Fall auch schaffen. Also wir sozusagen haben da überhaupt keinen Zweifel dran, dass wir bis zu der eigentlichen Abstimmung hinkommen werden, weil es drängt, es drückt und die Menschen oder viele Menschen unzufrieden sind und da tatsächlich auch eine Veränderung haben wollen. Genau, warum rede ich heute hier? Zum einen über Technik, da komme ich gleich zu, aber auch nochmal natürlich Corona, das klassische Stichwort. Die Pandemie hat uns natürlich auch vor Herausforderungen gestellt. Aktuell natürlich das soziale Leben, das soziale Zusammenkommen findet so gar nicht statt. Und damit auch natürlich Orte, wo man wunderbar Unterschriften sammeln kann, zum Beispiel Universitäten, Mensen, Clubs und Kulturveranstaltungen, die natürlich auch immer große Magnetpunkte für viele tolle und nette Menschen in dieser Stadt sind. Das fehlt. Und wir aber trotzdem auf die Straße gehen, auf die Plätze gehen und auch an Haustüren klingeln und dort nach Unterschriften fragen. Und obwohl uns das für uns eine Herausforderung ist, schaffen wir das auch. Warum schaffen wir das? Weil wir relativ gut organisiert sind. Und das ist sozusagen das Positive, wenn man das jetzt so an dieser Pandemie sagen darf, bevor diese zweite Sammelphase angefangen hat. Das fing im Herbst letzten Jahres an, da haben wir uns quasi neu aufgestellt und organisiert für diese Sammelphase, haben Strukturen aufgebaut und aufgrund der Pandemie hat die natürlich diese Organisationsaufbau nur online im Internet stattgefunden. Und wir haben drei zentrale Tools für uns entdeckt, die wir intensiv benutzen. Das ist ein Videokonferenzanbieter, wo das hier mal so sagen darf, nicht Jitsi ist, sondern Zoom, aufgrund der Möglichkeiten, die das Programm technisch einen so bietet. Wir arbeiten mit Messengern, und zwar in allererster Linie mit Telegram zusammen, also mit Telegram, wo wir sehr, sehr viele Gruppen haben und wir benutzen ein einfaches Pad, wo Leute Notizen machen können, Tagesordnung aufschreiben können. Und mit diesen drei Tools haben wir angefangen, in Berlin, in ganz Berlin, sogenannte Kiez-Teams aufzubauen. AG-Prinzip, es gibt also eine Vollversammlung, ein Plenum, wo alle immer dran teilnehmen können. Es gibt einen Koordinierungskreis, der so ein bisschen den Überblick behält, zumindest versucht der Koordinierungskreis das. Eigentlich schafft er das schon gar nicht mehr, weil so viele sind. Und dann gibt es Arbeitsgruppen. Ich persönlich habe im Herbst in der Sammel-AG angefangen und die Sammel-AG hat sich zur Aufgabe gestellt, Strukturen für das Sammeln von Unterschriften in Berlin aufzubauen. Und das sind dann die gerade eben schon erwähnten Kiez-Teams. Das heißt, wir sind in die Stadtteile, in die Ortsteile, in die Kieze gegangen, virtuell, und haben dort Werbung für gemacht, dass man sich einfach bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen anschließen kann in Kiez-Teams. Und diese treffen sich dann alle zwei Wochen in der Videokonferenz und haben so Strukturaufbau betrieben. Und neben den Videokonferenzen dann gibt es halt die berühmten oder klassischen Telegram-Gruppen, wo man dann Verabredungen intern macht für ein Kiez-Team. Wo kann man besonders gut sammeln? Was sind solidarische Orte, also Orte, die bereit sind, Unterschriftenlisten auszulegen und noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, und sind gestartet jetzt. Ende Februar waren wir auf dem Papier ungefähr 1.500 Menschen, Tendenz weiter steigen, die sich in irgendeiner Form bei der Initiative engagieren und einbringen, also sozusagen sehr dezentral aufgestellt. Und genau, diese Pandemie hat uns halt gezwungen, das online zu machen und zu organisieren. Und eigentlich ist es ja so, bei diesen klassischen linken Initiativen gibt es immer das Plenum, wo sich dann eine halbe Stunde Verspätung alle in einem Raum sitzen und plenieren und reden und reden und reden. Und die vielleicht Kinder haben oder wenig Zeit haben oder arbeiten müssen, die können dann das schöne Plenum nicht genießen. Und diese Videokonferenz tatsächlich und diese Online-Tools haben aber auch, und das würde ich als Positives sehen, haben für uns tatsächlich nochmal neue Möglichkeiten ergeben, dass sich mehr Menschen tatsächlich in irgendeiner Form einbringen können, wie ansprechbar sind und ja, mitmachen können. Genau. Das ist so ein bisschen der Stand zum Thema Technik und Pandemie bei uns. Und genau, vielleicht einfach, wenn ihr Fragen habt oder so, dann löchert uns einfach mit Fragen dazu oder mich mit Fragen dazu. Soweit erstmal von mir. Dankeschön. Ich würde das Mikro dann direkt auch weitergeben.
an den... Ah, super, toll. Dann ciao. Ja, vielen Dank. Zwei komplett unterschiedliche Geschichten. So, mit dem gleichen Problem, wie kriegen wir die Sachen online hin, die sonst offline funktionieren. Ich gehe vielleicht erstmal kurz auf dich ein. Wie sieht es aus mit dem Unterschriften sammeln? Könnt ihr online Unterschriften sammeln? Nein. Das Gesetz für die Berliner Volksbegehren sieht vor, dass Menschen auf Papier ganz klassisch Oldschool unterschreiben müssen. Und das Verfahren ist auch so, es gibt einen relativ umfangreichen Unterschriftenbogen, das ist ein DIN A4-Blatt quer. Da gibt es 5 Zeilen, ganz klein, wo Menschen ihre Daten komplett aufschreiben müssen. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Postleitzahl, Unterschrift und das Datum der Unterschrift. Und 4/5 dieses Zettels sind quasi nur noch Text und Bleiwüste, wo drauf steht, in verkürzter Form, worum es eigentlich geht. Das liest natürlich kaum jemand durch. Die meisten Menschen sind eh schon davon, also wissen eh, worum es geht. Oder wir machen natürlich, sagen es ihnen oder erzählen und diskutieren mit den Leuten, worum es geht und was wir wollen. Aber nein, online geht es nicht. Das sieht das Gesetz bisher nicht vor. Wäre sicherlich sehr interessant, weil ich einschätzen würde, dass es vermutlich eine Explosion an Volksbegehren in Berlin oder auch darüber hinaus geben würde, weil natürlich die Möglichkeiten, wenn man das alles online abwickeln könnte, dürfte, natürlich die Möglichkeit, sozusagen Einspruch gegen die Politik oder gegen bestimmte Gesetzesvorhaben natürlich viel größer wären. Das wäre eigentlich eine sehr interessante und großartige Sache. Und es ist auch so, zum Thema Unterschriften sammeln, es dürfen nur die wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner unterschreiben. Und in Berlin ist es so, es ist ja eine Weltstadt, wo die Menschen aus aller Welt hierher kommen und in den letzten Jahren ja auch viele Menschen hinzugezogen sind, Expats aus der Europäischen Union oder aus den westlichen Ländern, Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem arabischen Raum. Und wir erleben, dass sehr viele Menschen gar nicht unterschreiben dürfen. Das haben wir vorher auch bei uns diskutiert. Also was machen wir mit diesen ungültigen Unterschriften? Da gab es so verschiedene Modelle. Und wir haben aber gesagt, wir wollen natürlich von allen Menschen, die in Berlin leben und wohnen, die Unterschriften haben. Wir machen auch keine Unterscheidung und sammeln die ein mit der Folge, dass 25% der Unterschriften, die wir haben, als ungültig erklärt werden. Das waren zum Vornherein aber auch bewusst, das haben wir in unserer Potenzialanalyse auch eingerechnet, also wie viele Unterschriften bekommen wir in welchem Ortsteil, wie viel brauchen wir und haben natürlich nicht nur mit den 175.000 gerechnet, sondern haben immer noch 25-30% obendrauf geschlagen als eigene interne Zielmarke, die wir mindestens haben wollen. Aber genau, das Ganze alles funktioniert nur offline, klassisch, Zettel und Papier. Okay, weil die DigiGuess ist Teil eines Bündnisses Reclaim Your Face EU. Ja. Und also eine europäische Initiative. Und da geht das tatsächlich online. Ja. Wir brauchen allerdings auch 1 Million Unterschriften, damit das dann im EU-Parlament vorgebracht wird. Dafür gibt es dann entsprechend auch längere Zeit. Aber ja. Ich glaube, der Unterschied ist aber bei diesen europäischen Bürgerinitiativen, die sind nicht bindend. Kann das sein? Also das sozusagen der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir das, also auf der europäischen Ebene, ich erinnere mich selber dran, ich hatte vor ein paar Jahren bei der Europäischen Bürgerinitiative gegen dieses Freihandelsabkommen TTIP und CETA gab es Unterschriften gesammelt worden. Das war auf europäischer Ebene, lief auch sehr erfolgreich, also viele Unterschriften zusammengekommen, gerade in Deutschland, ging auch elektronisch. Aber da das Problem ist, dass die EU-Kommission es dann zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, schön, vielen Dank, aber es hat sozusagen keinen bindenden Charakter. Und wir versuchen ja gerade auf dieser Berliner Ebene, dass es auch einen gesetzgeberischen, zwingenden Charakter quasi von der Politik hat. Was jetzt nicht gegeneinander stehen soll, aber nur sozusagen von der Wertigkeit sozusagen solchen Volksbegehren, sozusagen wie zwingend sie für die Politik sind, sich damit auseinanderzusetzen oder auch nicht. Ja, verstehe. Das heißt, bei euch war auch das Hauptproblem, dass dass euch die Räume fehlen, wo sich Leute im realen Raum treffen, damit ihr da hingehen könnt und da verstärkt... Das Soziale fehlt. Also ich habe es ja gerade noch für so ein bisschen positiv, also es gibt auch, wie gesagt, positive Aspekte. Wir können mehr Menschen einbinden, mehr Menschen ansprechen, wir können mehr Menschen organisieren im digitalen Raum, das funktioniert. Aber natürlich
ist Zoom oder andere Anbieter jeden Tag anderen Leuten nur über den Bildschirm ins Gesicht zu gucken. Das ersetzt auf gar keinen Fall das Soziale und das Zusammenkommen. Und eigentlich wollten wir natürlich auch ein Bergfest feiern und am Ende der zweiten Sammelphase, am 25. Juni, wollten wir auch eine riesen Party feiern natürlich, weil wir sind weit über 1000 Menschen, die sich engagieren und die meisten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Ich kriege dann von irgendjemandem Nachricht, haste, kannste, hier, dort und so. Aber das funktioniert. Aber natürlich will man die Menschen auch sehen und kennenlernen und natürlich auch interagieren mit ihnen. So. Und das geht natürlich nur in einem sehr eingeschränkten Maße. Also wenn man sich in Gruppen, wir machen das teilweise in den Kiez-Teams, schwerpunktmäßig natürlich am Wochenende gesammelt, wenn die Leute mehr Zeit haben. Und bei vielen Kiez-Teams ist es so, die machen eine Verabredung, dass sie sich im Park XY treffen, mit Abstand natürlich und Maske. Und dann gibt es ein Fotoshooting, wie viele wir eigentlich sind und so ein bisschen gute Stimmung. Und dann wird das über die Social-Media-Kanäle geteilt. Jetzt geht's los. Aber dann verteilen wir uns auch alle wieder und sind wieder so ein bisschen alleine sozusagen. Wissen aber über die großen Sammelkanäle, dass wir eigentlich doch sehr viele sind. Wir müssen es, glaube ich, auch nur immer mal wieder sehen und uns sagen tatsächlich auch, weil ansonsten ist es vielleicht auch ein bisschen manchmal zu einsam vielleicht auch wirkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann gehe ich vielleicht immer rüber zur Republika. Du hast den Hof erwähnt. Ja, kenne ich, legendär. Das ist ja auch so das, was uns hier beim Netzpolitischen Abend fehlt. Man trifft einfach Leute. Man stellt sich zu jemandem, den man kennt und lernt zwei neue Leute kennen. Wie habt ihr das genau versucht umzusetzen oder was ist jetzt euer Plan, das umzusetzen bei der nächsten Republika? Ja, du hast es ja, ich habe es ganz kurz gesagt, bei im Mai, da war es relativ simpel, denn es war eigentlich auch nur ein Videocall und es kann halt kommen, wer mag. Ne? Das erschien uns vor einem Jahr als ziemlich coole Idee. Wie viele Leute waren denn da, wenn ich fragen darf? Ich war ja programmmäßig dauernd im Studio, aber es fluktuierte halt einfach. Es waren schon Leute da und dann waren auch so Leute, die sich ja festhingen und einfach dann genördet haben, welches Keyboard man jetzt kaufen muss. Und ich so, okay, vielleicht muss man, weil dann kannst du dich ja nicht verteilen in ein anderes Eck, wenn du nur einen Videocall hast. Dann hören alle bei dem Keyboard-Talk zu, alles klar und so. Aber es waren schon recht viele. Ne? Und am Ende, dann gab es auch ein ganz seliges Bohemian Rhapsody da im Hof, der auch nur ein Zoom Call war, was wir auch nicht mehr verwenden, aber da verwendet haben. So simpel war das irgendwie. Und das ist aber auch klar, dass das zu kurz greift, weil zum einen ist das, fühlt sich das an wie kuratierter Spaß. Also irgendwie, das ist ganz gekrampft. Ja. Und das andere ist, also Zufall, ne? Also eben in jemanden rein stolpern, funktioniert da auch ganz wenig. Was wir dieses Jahr machen, ist eben, das hatte ich kurz erwähnt, dass wir schon eine Event-Plattform jetzt anstrengen und nicht einfach nur zum Beispiel über YouTube streamen, weil wir schon wollen, dass sich da aufgehalten wird, dass es da eine Möglichkeit gibt, zwar zu gucken, aber auch wenn es einfach nur eine Online-Event-Plattform ist, ein Meetup noch zu machen und zwar auch selbstständig. Nicht, dass ich das vorher alles oder das Programmteam alles vorher schon planen muss, sondern ihr könnt hier ein Meetup machen in diesem Raum und so weiter und so fort. Wir werden auch mit anderen Interfaces arbeiten. Ich meine, bestimmt kennt ihr alle oder viele von euch GatherTown. Also wir möchten gerne natürlich, dass man rumlaufen kann. Das sieht, also Kongress hat das was Ähnliches, aber eben selbst gebaut gemacht. Diese Expertise haben wir bei uns bei der Republika nicht. Aber im Endeffekt sieht es auch aus, ne? Man ist in einem Gameboy-Spiel, ne? Legend of Zelda. Und dann läuft man da ein bisschen rum und kann sich da als Avatare bewegen. Und wir versuchen das auch sehr stark einfach auch diesmal mit viel Hilfe auch zu antizipieren. Also es passiert was auf Twitter, es passiert was auf den dezentralen Orten der Community. Wir haben diese Event-Plattform, wir werden schauen, dass wir wirklich ziemlich viel Querverweise haben, die Leute immer wieder anstupsen, guck mal da, um dem Zufall so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Das ist so, also diese fehlende Serendipität, das ist schon das, was man am meisten merkt. Ja, das ist halt auch unglaublich schwer abzubilden. Total. Online, ja. Das heißt, es wird auch wieder eine Veranstaltung, wo man gerne seine 5 Schirme hat und dann merkt man auf dem einen Kanal, oh, da kommt ein Tipp hier, schau mal da rein, ja. Oder wir treffen uns gerade da drüben. So ein Mittelding, ne? Schalte ich dazu. Du hast vielleicht Bock auf 5 Bildschirme, aber es wird Leute geben, die aufgrund von Infrastruktur oder Know-how da an ihre Grenzen kommen. Und zum Beispiel bei der MI, da hast du auf jeden Fall, um das mitzubekommen, hast du 2 oder 3 Devices
gebraucht unbedingt. Du hast dir eins, weil die Webseite ist ja auch gleich bald gleich zu Beginn, der Dauerjoke, das Internet für eine Republika geht nicht. Webseite ist gleich zusammengekracht und dann hattest du aber YouTube und hattest dann noch über Zoom die Q&As, also du musstest multi mit mehreren Devices da sein und dieses Mal kannst du es machen. Du könntest aber, wenn du wolltest, dich auch zurücklehnen und dir einfach nur den Stream geben. Also wir wollen da so ein bisschen so ein Angebot geben, weil das haben wir schon gemerkt, viele, die digitalen Optionen machen, öffnen Türen für die manchen und verschließen sie wieder für die anderen. Ja. Ja, ich persönlich finde es ja auch besser, wenn man irgendwie einen Schirm hat, auf den man sich konzentrieren kann, aber um mit 10 Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben, braucht man inzwischen 5 verschiedene Messenger und das ist alles nicht so einfach. Ja. Ja, bei euch hast du gesagt, dass eines der Hauptprobleme ist, dass ihr euch untereinander schwer kennengelernt habt oder nur online kennengelernt habt. Kenne ich auch von der Arbeit viele Leute. Ich bin sehr gespannt, die endlich zu treffen und mal die richtige Stimme zu hören, ohne ein Kopfhörermikro und über den Laptop und so. Ja. Aber ihr seid ja schon länger als Initiative zusammen, hast du gesagt. Ja, wir haben uns vor 3-4 Jahren ja schon gegründet. Es gab vor ein paar Jahren schon mal den Anlauf für ein Volksbegehren zur Enteignung der Wohnungskonzerne. Das ist schon mal Jahre her, das war vor meiner Zeit. Das Volksbegehren ist damals aus juristischen, rechtlichen Geschichten gescheitert. Da ist nämlich damals sozusagen auch von Anwälten und von Initiativen ein ellenlanger Gesetzestext zur Enteignung geschrieben worden. Der ist dann aber sozusagen für ungültig erklärt worden. Also sozusagen, wo die SPD uns gesagt hat, damit kommt ihr nicht durch und wir diesmal das anders gemacht haben. Und genau, ich bin jetzt im Herbst letzten Jahres hinzugestiegen und als wir diesen Strukturaufbau gemacht haben, da ist es dann mit den Zahlen auch so richtig explodiert, also mit der Anzahl der Leute. Vorher, zwischendurch, vor meiner Zeit, haben die zu viert und zu fünft auf dem Plenum gesessen und haben schon gedacht, wir schmeißen alles hin, das wird alles nichts mehr. Bei der ersten Sammelphase dann, vorletztes Jahr, da waren das dann schon ein paar Dutzend Menschen tatsächlich, die sich da engagiert haben. Aber jetzt seit dem Herbst letzten Jahres ist es dann auch nochmal richtig steil nach oben gegangen tatsächlich. Also wie gesagt, 1500, 1700 Leute ungefähr wenn man jetzt in den Telegram-Kanälen das sozusagen alle zusammenzählt, die Personen. Aber genau, das Persönliche fehlt oder kommt natürlich auch viel zu kurz und die meisten Menschen kennt man nicht und einige Menschen stellen vielleicht noch ein Foto von sich oder ein Bildchen als Avatar quasi rein, dass man auch ungefähr eine Vorstellung hat, wer die Person ist, aber ganz viele auch nicht und dann lernt man sich, wenn man sich dann kennenlernt, eigentlich erst beim Unterschriftensammeln tatsächlich dann kennen. Wobei das ja auch keine Massenveranstaltungen sind, man trifft sich mit wenigen Leuten und dann gemeinsam los. Immer mal 2-3 Leute aus dem eigenen Kiez, die man sieht. Und, genau, wir haben uns ja diese Kiezstruktur gegeben und sammeln dort in den Kiezen oder Ortsteilen und machen das jetzt aber in der sozusagen der zweiten Hälfte, die nächsten 2 Monaten. Wir haben jetzt einige Stadtteile, haben wir sozusagen statistisch gesehen abgegrast. Kreuzberg, Friedrichshain, Nordneukölln laufen natürlich sehr gut, wenig überraschend, haben uns auch vorher auch schon überlegt oder vorher schon ausgerechnet und konzentrieren uns jetzt sehr stark auf die Außenbezirke, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, und andere auch und sozusagen aus den personell starken Kiez-Teams wandern wir jetzt quasi dann in die Außenbezirke und treffen dann die Leute, die in den Außenbezirken bereits sozusagen organisiert sind und also da findet auch nochmal ein bisschen Vermischung dann statt und neue Leute treffen und konzentrieren uns jetzt auf die Außenbezirke und fahren jetzt halt immer regelmäßig raus, also raus aus der A-Zone, ja. Wenn man so will. Ja, habt ihr Infoveranstaltung online gemacht? Haben wir gemacht. Wir haben so neue Leute Einführungsveranstaltungen gemacht. Alle 4 Wochen waren immer so 100 bis 130 Leute, also komplett neue Gesichter, auch dann über Zoom. Dann natürlich auch so das möglichst didaktisch wertvoll aufzubereiten, weil natürlich Videokonferenzen sind relativ ermüdend und wenn nur eine Person immer 2 Stunden redet und alle hören zu, dann hört natürlich immer keiner mehr zu. Haben natürlich entsprechend dann so Unter-AGs oder Untergruppen gebildet, so Breakout-Sessions, wie sie bei Zoom heißen, wo wir dann nochmal so Fragen reingegeben haben, dann stark mit den Pads gearbeitet haben, was wünschst du dir, was kannst du, was brauchst du, worauf hast du Bock, also ein bisschen so die Skills auch quasi abzugreifen der Menschen und nachdem sie diese Infoveranstaltungen
besucht haben, ihnen dann offeriert, je nachdem, wo du Bock hast, kannst du dich dem Kiez-Team anschließen, zum Beispiel da, wo du wohnst. Und das dann sozusagen an die Kiez-Teams weitergeleitet. Und dort kamen dann sozusagen immer wieder neue Leute rein, die dann da sozusagen aufgenommen worden sind. Und es war dann irgendwann auch, also gerade dann zu Anfang in den ersten 4-5 Wochen so groß und so dezentral und auch so, also im produktiven Sinne chaotisch, dass wir teilweise auch gar nicht mehr dahergekommen sind. Also das ist dann sozusagen die Leute wirklich alle mitzunehmen. Wir haben dann angefangen, zum Beispiel ich selber bin im Kiez-Team Kreuzberg, sind auf dem Papier knapp 200 Leute und haben dann angefangen, einen eigenen Newsletter nur für Kreuzberg zum Beispiel aufzubauen, klassisch per Mail und über Messenger verschickt und haben dann auch noch angefangen, uns weiter auszuteilen. Also machen nicht nur das Kiez-Team Kreuzberg, sondern Kreuzberg hat ja 7 Postleitzahlgebiete, haben also 7 Postleitzahl-Teams gegründet und in den Postleitzahlgebieten sozusagen die Leute dann Unterschriften sammeln und loslaufen, also sozusagen auch noch dezentraler. Hat den Effekt, dass mehr Leute in Verantwortung gehen, sich mehr Leute verantwortlich fühlen. Natürlich gibt es für jedes Team immer Aufgaben, ne? Und dadurch auch mehr Leute, also noch mehr Leute mitmachen können. Allerdings kam uns natürlich auch irgendwann der Verdacht auf, dass bei diesen großen Telegram-Gruppen, wo enorm viel drüber gelaufen ist, relativ viele die auch stumm geschaltet haben, weil einfach so viel drüber lief, dass die Leute auch dann gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Und wir dann auch umgestiegen sind, nicht nur Gruppen zu machen, sondern auch Kanäle zu machen, wo die Leute dann einmal die Woche wohl aufbereitet quasi ihre Informationen bekommen, weil natürlich nicht alle Vollzeitaktivistinnen sind und sich permanent auf ihr Smartphone starren können, um Informationen abzugrasen, Workshops zu besuchen. Wir haben Weiterbildungsmaßnahmen oder Fortbildungsmaßnahmen haben wir auch gemacht. Ja, wie spreche ich Leute an, wie sammle ich Unterschriften, Argumentationstraining, auch alles online. Genau, also produktives Chaos. Ja, und habt ihr versucht, Infoveranstaltungen für potenzielle Leute, die Unterschriften leisten, einfach zu machen? Also, dass ihr die Mieter vorher informiert habt oder dass ihr versucht habt, mit der Message rauszugehen? Weil ich meine, klar, ich habe davon was mitgekriegt und als ich das erste Kiez-Team getroffen habe, musste ich nicht lange nachfragen, die mussten mich auch nicht überzeugen, sondern ich wusste, worum es geht, habe unterschrieben. Mhm. Aber weiß ich, mit Aufrufen in den Briefkästen, man weiß dann ja auch, welche Blöcke oder welche Häuser zu diesen Gesellschaften gehören. Und da zum Beispiel zu sagen, okay, normalerweise wird man jetzt hier einen Infostand vor diesem Haus machen, an einem Samstagnachmittag, klappt jetzt nicht. Nee, die klassische Infoveranstaltung vielleicht weniger, aber also 2 Sachen. Zum einen haben wir natürlich im Vorfeld tatsächlich relativ gut recherchiert. Wo sind denn so die Bestände der Konzerne, die enteignet gehören und gehen dann auch zielgerichtet in diese Häuser rein, Haustürgespräche und sprechen Leute tatsächlich, also klingeln an den Haustüren und reden mit den Leuten und fragen sie, ob sie unterschreiben wollen und dann sozusagen, also je nachdem, wie intensiv die Leute Unterschriften sammeln wollen, gibt es dann so ein bisschen so die Möglichkeit, und das machen auch einige Leute dann, wenn man sozusagen besonders viel positives Feedback bekommt und die Leute Interesse haben, da mehr zu tun, dann bieten wir ihnen auch immer die Option an, selber mitzumachen und einzusteigen. Und da gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten mitzumachen. Die Kiez-Teams sind ein bisschen unterschiedlich stark aufgestellt. Ich will kurz vom Kiez-Team Neukölln erzählen. Das Kiez-Team Neukölln sind auch weit über 100 Leute als Kernteam, die sich auch um Orga-Sachen kümmern. Und die haben sich so einen Sammlerin-Pool aufgebaut. Das heißt, sie haben Leute angesprochen, hast du Lust, Unterschriften zu sammeln, aber vielleicht gar nicht um die Zeit oder Bock, sich noch um andere Dinge zu kümmern, also das Plenum vorzubereiten und ein Protokoll zu schreiben und was es alles so gibt. Das sind ein paar hundert Leute und dort sozusagen werden die Telefonnummern gefragt. Also hast du Bock, dich zu engagieren? Gib mir deine Handynummer, ich melde mich bei dir. Machen eine Telefonaktion über so eine Callcenter-Software, rufen die Leute durch, dann und dann, dort und dort ist wieder eine Aktion, bist du dabei? So. Und auch das funktioniert relativ gut, können also sehr viele Leute darüber aktivieren. Und was wir dann auch noch haben als Technik-Tool, es haben sich 2-3 Leute die letzten, ich weiß nicht, 1,5 Jahre eine App programmiert. Wir haben also eine Sammel-App, die gibt es sowohl für Android als auch für iPhones-Geräte. Und sie einfach runterladen, ist in den offiziellen Stores drin. Und diese App hat das Ziel, dort Leute miteinander zu connecten. Du kannst dort deine Veranstaltung, also wenn du jetzt sammeln gehst oder eine Infoveranstaltung machst, egal was, kannst du dort reinstellen.
Du als Nutzerin dieser App kannst dann einstellen, für welche Gebiete du Informationen haben willst, also für ganz Berlin oder nur für Neukölln oder nur für Kreuzberg, und dir dann sozusagen so eine Pop-up-Nachricht aufkommt, neue Aktion in deinem Kiez, und dann kannst du nachgucken, ob dir die Aktion gefällt, ob du mitmachen willst. Keine Ahnung, Samstag 12 Uhr sammeln im Görlitzer Park oder so, und dann kannst du die Sache anschließen. Du siehst den Termin dann und kannst sogar dann auch auf Ich nehme dann teil drücken und die Leute sogar mit denen dann chatten, die auch angegeben haben, dass sie in der Aktion teilnehmen wollen. Also auch dort quasi anonym können wir die Leute zusammenführen mit diesem Tool, um gemeinsam sammeln zu gehen. Und das funktioniert auch, wo wir es auch schon hatten, dass du bist mit einer anderen Person zusammen, die du vielleicht kennst, stellst du eine Aktion ein, weil du Unterschriften am Ort X sammeln willst, und auf einmal kommen drei andere, die du noch nie in deinem Leben vorher gesehen hast, die sagen, hey, ich habe es in der App gesehen, ich will auch mitmachen. Und dann drückst du denen auch noch in die Weste und das Klemmbrett in die Hand und dann geht's los. Ja, schön. Das heißt, für euch ist auf jeden Fall die digitale Organisation etwas, was ihr beibehalten würdet, ja, auch wenn man sich wieder real treffen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich bin auch schon ein bisschen länger politisch aktiv und ich glaube, dass mit dieser Initiative sehr viele linke, linksgerichtete Menschen in dieser Stadt tatsächlich nochmal eine neue Erfahrung damit machen, wie ich sozusagen Politik und Engagement organisieren kann. Also sozusagen, das ist tatsächlich auch nochmal eine sehr positive Erfahrung, und ich glaube, wenn wir diese gottverdammte Pandemie überwunden haben, dass da bestimmte Arbeitsweisen auch beibehalten werden tatsächlich. Ja. So, also das ist jetzt nicht nur der Zwang von außen, sondern hat auch tatsächlich was, nochmal was Emanzipatorisches tatsächlich für uns entdeckt, sage ich ja jetzt mal. Dann gehe ich jetzt nochmal zu Alex. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Republika die elektronische Kommunikation schon immer Haupttool war. Bei der Vorbereitung von Konferenzen. Ne? Man mag sich ja auch gerne, wenn man sowas wie die Republika macht. Man ist ja befreundet. Das heißt, wir haben schon ein Hauptquartier, ein Headquarter. Und ja, das war dann an dem Tag, wo wir dann, also wir haben ja dann wirklich Kartons gepackt und raus aus dem Büro, also sind seitdem im Homeoffice. Das war auf jeden Fall am Anfang schwieriger, als wir dachten, sich da irgendwie reinzukommen und so weiter und so fort. Und aber das ist mittlerweile so. Also wir agieren eigentlich auch nur entweder schriftlich halt in kollaborative Schreibdokumente oder halt wir benutzen Slack und so weiter und so fort und sind dauernd in Videocalls. Das funktioniert mittlerweile ziemlich, ziemlich gut und macht es natürlich auch möglich, dass mein Programmteam sitzt zum Beispiel in Berlin, die andere Person sitzt in Flensburg und die dritte sitzt in Wien und die nächste Person ist irgendwo, weiß ich nicht wo gerade. Das funktioniert natürlich da so. Das hat was, ne? Das gibt eine Befreiung auf jeden Fall. Ich würde auch dir zustimmen, dass wir bestimmte Sachen nicht wieder einfach zurückschalten oder sowas. Denn wir haben dadurch eine andere Art von Flexibilität erhalten und haben wiederum Sachen, die althergebracht sind, mussten wir überdenken, ist man ja gezwungen. Und wir haben eine andere Art, kollaborativ zu arbeiten. Wir sind dadurch enger und es ist eine krassere Taktung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Teil gerne ein bisschen mehr entzerren würde, weil es ist natürlich schon so, wenn ich bin auf einmal natürlich immer erreichbar. Na, klar kann ich ein bisschen Digitalhygiene betreiben und mein Ding irgendwann ausmachen, aber wir sind da irgendwie enger zusammen. Und ich weiß, dass im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, damit meine ich natürlich jetzt nicht Veranstaltungen, die einfach auch im digitalen Zuhause sind, sondern vielleicht Literaturfestivals und solche Sachen, natürlich da massiv Probleme hatten, da ihre Teams dahin zu bekommen, auch wenn vielleicht die Strukturen sehr hierarchisch und sehr rigide waren. Das ist bei uns einfach nicht so. Deswegen war dann einfach vieles einfach auch Try and Error. Das funktioniert nicht, das hauen wir weg, wir nehmen dieses Tool, ach, das finde ich aber blöd. Und dann kamen wir aber so nach so einem, hat aber dann schon so ein 3-4 Monate gedauert, hat sich das dann zusammengeruckelt, mit welchen Tools wir eigentlich zusammenarbeiten wollen. Und die meisten finden es gut, aber nicht alle. Das muss ich schon auch sagen. Und also wir wollen, das Beste passiert aber doch, wenn wir uns sehen untereinander, auf jeden Fall. Also gerade jetzt zum Beispiel dieses große, so ein Großprogramm machen mit verschiedenen Positionen. Natürlich kann ich mir digitale Canvas-Tools und sowas runterladen, aber das funktioniert sehr viel besser, wenn ich da noch was Haptisches habe, was ich einfach anfassen kann und bewegen kann und so weiter. Aber wir sind natürlich alle im Homeoffice-Home oder Office-Home-Office, wie auch immer wir es nennen wollen. Ihr wart ja auch schon in Amerika mit der Republika und Afrika, glaube ich, auch, oder? Ja, genau. Wir waren, wir waren in Dublin und in Thessaloniki, in Accra, Ghana. Dann Detroit hat uns, Portland hat uns hinverschlagen. Ja. Genau. Wie sieht es denn aus? Macht es die Sache einfacher, sagen wir ein bisschen die Sprecher
ranzukriegen. Ich habe vorhin Doctorow zufällig gesehen, dann bei euch im Clip. Und das spart ja auch, sagen wir mal, Reisekosten. Es macht vielleicht irgendwie es möglich, Sprecher dabei zu haben, die man sonst nicht haben könnte, aus welchen Problemen auch immer, aus Zeitgründen, dass jemand nicht reisen möchte und natürlich, dass das einfach mal Geld kostet, jemand irgendwie einzufliegen und 4 Tage ein Hotel zu bezahlen. Also man kann es so sagen, dass jetzt aus dem asiatischen Bereich zum Beispiel, wo es unglaublich teuer ist, das natürlich sehr viel, viel praktischer ist. Cory Doctorow ist zum Glück ein guter Freund der Veranstaltung, der gesagt hat, ach, ich mach mit. Und ich sage, ach, danke, cool, danke und so. Und es war natürlich eine coole Sau und es war alles wunderbar. Am Anfang, würde ich sagen, von dem Ganzen war das für viele zu kompliziert. Ne, dieses ganze, diese Technik-Checks und dieses ganze Gedöns und so, war für viele zu kompliziert. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, tritt auch so eine Ermüdung ein. Man muss ja auch überlegen, wie viel Spaß macht das als Sprecher, dauernd in diesen Guckkasten reinzusprechen. Ja. Ne? Oder, was, ich soll ein Headset anziehen, echt? Das, ja, doch, wäre schon besser irgendwie. Also das merkt man schon auch. Und dann gibt es aber auch die, für die es natürlich wirklich besser sind. Und das sind die, die gerade wirklich einfach ja selbst auch Familie haben. Viel einfacher, wenn da Kids rumhängen. Ich kann das kurz in der Stunde machen, ist ja super. Oder auch einfach wirklich weit weg. Es schreiben gerade unglaublich viele Leute, die bei uns sprechen, Bücher. Wahrscheinlich, weil das eine gute Idee ist während der Pandemie. Auf jeden Fall sind die ja nicht unbedingt vor Ort oder so. Das ist richtig. Und wir hatten schon zur 20 ein Panel geplant zum Thema globale Klimagrößen, würde ich mal sagen. Da hat jede einzelne Person gesagt, wir kommen noch nicht, wir sind Klimaaktivisten, wir fliegen doch jetzt nicht hin. Und da dachten wir schon, okay, wir machen dieses Panel richtig fett auf der großen Bühne und stellen aber nur Screens hin und haben diese Heroines of Climate Action irgendwie da. Das fing da eigentlich schon an. Also wir hätten da schon ein großes Plenum-Panel auf der Bühne 1 gehabt, das nur remote gewesen wäre. Und das merkt man schon. Also in den Bereichen, wo es um diese Dinge geht, da ist die Freude groß, dass es alles digital ist. Ich merke selbst, wenn ich auf Podien eingeladen werde, ich habe keine Lust mehr nach Köln 4 Stunden zu fahren für eine halbe Stunde reden. Ja. Wirklich nicht. Das mache ich lieber dann von hier aus. Mittlerweile haben wir ja alle doch oder viele gutes Equipment zu Hause. Und deswegen ist es so ein bisschen hin und her, weil wenn wir jetzt an die nächste Republika nächstes Jahr denken, wo ich mir schon ein Festival und eine Party erhoffe, dann wünsche ich mir auch, dass die Leute natürlich da sind. Das ist schon was anderes, weil ich ein Nachgespräch habe. Ich habe noch ein Bierchen an der Bar und so. Man freut sich irgendwie. Man tauscht sich nochmal anders aus als nur über das Thema, worüber man gerade gesprochen hat. Man entwickelt irgendwie so ein Gefühl für so being in league with, im Bunde sein und sowas. Und das ist super schwer über das Digitale irgendwie, über diesen reinen Kasten irgendwie. Aber ja, also hast schon recht. Und ich kann auch mehr einbinden. Ne? Es ist viel einfacher, eine ganze Gruppe einzubinden, als einzelne Sprecherinnen oder sowas mir rauszupicken. Das ist auf jeden Fall so. Und zum Beispiel im Herbst hatten wir eine Live-Schalte nach Moria. Das ist ein ganz anderer Effekt. Das war wunderbar, dass die Person konnte. Also das ist ein sehr tragisches Beispiel. Die kann leider nicht zu uns kommen. Ja. Deswegen so beides. Es macht viele Sachen einfacher. Ja, in dem Bereich kostet weniger Geld, im anderen kostet dann die ganze Schoße ein bisschen mehr. Da bin ich mal gespannt fürs nächste Jahr, wenn es da wirklich irgendwie hybrider wird. Ne? Wie kann sich das anfühlen, eine Konferenz, ein Festival zu machen, wo beides nebeneinander existiert? Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob die Akzeptanz bei den Zuschauern auch soweit ist, dass sie, wenn sie bei einer Veranstaltung vor Ort sind, sich trotzdem einen Sprecher auf der Leinwand angucken. Ich weiß, dass bei den Chaos-Veranstaltungen, bei journalistischen Veranstaltungen Snowden und Assange zum Beispiel aus Gründen niemals persönlich da waren, aber relativ häufig doch auf der Leinwand erschienen sind. Ich glaube, Snowden hat auch dann auch diesen fahrbaren Roboter gehabt mit dem Bildschirm dran. Und so, denkst du, da ist eine Akzeptanz, dass Leute sagen, okay, ich möchte trotzdem bei dieser Veranstaltung sein und es ist okay, wenn ein paar Sprecher tatsächlich nur zugeschaltet werden? Oder denkst du, die sagen dann, naja gut, wenn der nur zugeschaltet wird, dann kann ich es mir auch von zu Hause anschauen? Wir haben, bevor dieses Pandemie-Gedöns angefangen hat, habe ich wirklich, wenn Leute gesagt haben, ja, ich will nur via Skype dazukommen, außer es war jemand, der aus politischen Gründen nicht kommen konnte und es gar nicht anders möglich war, dann schauen wir lieber nächstes Jahr irgendwie, weil ich mir das irgendwie komisch vorkam, eben im großen Saal, da sitzen da dann die 2000 Leute und gucken sich Filmchen an irgendwie so. Andererseits, glaube ich, hat man ein anderes Gefühl bekommen, weil es hat ja trotzdem immer Emergency. Das ist ja jetzt auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen kann das schon funktionieren, zusammen in einem Raum zu sitzen, also eine gemeinsame Erfahrung in dem Moment zu machen und ein gemeinsames Gefühl zu haben und gemeinsam darüber zu sprechen, dass das, glaube ich, besser, also mit dieser Erfahrung jetzt besser funktioniert irgendwie. Ob
ich glaube, es ist das Verhältnis. Wer kauft sich ein Ticket für eine Veranstaltung, wo man hinkommt, um sich gemeinsam Talks anzugucken? Also es wird eine Mixtur irgendwie sein. Und es ist glaube ich, auch für Menschen, die auf die Veranstaltung gehen, da auch unterschiedlich. Manche wollen unbedingt dahin und es gibt genug Leute, die überhaupt keinen Bock auf eine Massenveranstaltung haben und natürlich sehr froh sind, das irgendwie anders anzugucken. Ich bin am Überlegen, ob man nicht sich überlegt, so Festivals überhaupt ein bisschen zu entzerren über eine Stadt. Warum nicht in einem Festival Center stattfinden und dann aber noch 2-3 Spielorte in der Stadt zu haben, die einem freundschaftlich gesonnen sind und da eher so ein Screening zu machen, wo ich dann wieder ja remote wäre. Also ich möchte, glaube ich, nächstes Jahr so ein bisschen mit diesen Sachen spielen. Mal gucken. Also es kann nicht, wenn ich ein Festival mache mit echten Menschen, kann das nur ein Prozentzahl, glaube ich, sein, was rein remote stattfindet von der Sprecherin. Nochmal eine Frage. Ihr habt auch diese Sache mit der Blackbox. Das hat sich auch so bei der Pandemie so ein bisschen, man macht gemeinsame Weinprobe, jeder bekommt das zugeschickt oder auch bei dem RC3, also bei dem Kongress zwischen den Jahren, es gab trotzdem Aufkleber, die hin und her verschickt wurden, es gab Bändchen und solche Sachen. Inwieweit ist sowas wichtig, beziehungsweise was habt ihr euch ausgedacht und aus welchem Grund? Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wir kamen erst vom Mai, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine digitale Goodiebag. Wir können nicht den Kaltstart in diesem Event machen, wenn die Menschen nicht vorher wissen, welche Tools sie benutzen müssen. Also wir brauchen allein schon dafür eine digitale Goodiebag, im Sinne von, das ist deine Download-Seite, diese ganzen Sachen musst du können und kennen und da packen wir noch ein paar ulkige andere Dinge mit rein. Und dann kam aber irgendwann, okay, was ist denn das eigentlich mit der Community-Pflege? Also wir machen zum Beispiel auch mindestens einmal im Monat ein Wir sehen uns, also wir sehnen uns und wir sehen uns, also einfach ein Online-Treffen wie ein Community-Abend digital. Und das war aber auch, okay, wie schaffen wir eigentlich noch in Touch zu bleiben? Denn wir mögen ja die Leute, die zu uns kommen, ja auch wirklich unglaublich gern, auch wenn wir fast alle nicht persönlich kennen. Und irgendwie ist das auch von uns ein Gefühl gewesen zu sagen, hey, cool, dass ihr hier mitmacht. Das ist wirklich stark und es ist halt so eine, das ist eine Bindung irgendwie. Das ist nicht egal, was man tut und man haut jetzt da einfach mal was raus und ihr habt das jetzt zu konsumieren, sondern man gibt das so ein bisschen hin und her. Und dann schaffe ich dadurch natürlich auch wieder so was Einendes. Ne? Man hat ja ein Lanyard, Schlüsselband, ein Bändchen, hey, ich auch, ach was, du auch. Und es gibt halt dann wieder diesen Moment, dieses Jetzt und Hier und gleichzeitig sein. Und es ist toll, dass alles on demand noch verfügbar ist danach, aber so ein Jetzt-Moment und so eine Verspieltheit und Freude daran zu generieren und sich auch dann, also ja, man ist dann so verbunden und es ist schon krass, wie die Leute sich halt freuen. Wir haben sie ja, also die werden ja auch wirklich von Hand, wer soll es auch sonst machen, von Hand abends noch gepackt und reingeklärt und da und wir unterhalten uns dann über Slack so, und hast du das schon rein? Oh nein, ich hab's vergessen. Also es ist auch für uns ein großer Spaß und was jetzt so zurückkommt, die Leute finden das richtig toll. Ich habe das zuerst beim Immergut-Festival letztes Jahr gesehen, dass die damit angefangen hatten. Also, dass man so Festival, so, was man so braucht auf so einem Rock-Festival, halt so verstickt haben. Und ich fand das mega. Ich glaube, dass Leute ja zu Hause ihr Zelt aufgebaut haben und da Bier duschen. Das war super. Und dachte ich, ah ja, klar. Und ich meine, und dann wiederum halt ist es ja auch, aber es ist erst das Zweite, es kreiert ja auch Bilder. Es ist ja schön, dass dann auch online sowas passiert. So, ach, dass das geteilt wird, diese Freude, und dass das nicht verpufft, weil wir sind schon groß, aber es ist trotzdem überraschend, wie viele Leute nicht wissen, dass wir stattfinden werden. Das ist schon überraschend, dass man das immer wieder bekommt, so, ach was, ihr macht was? Ich sage, ja. Und das ist halt einfach auch so eine Variante zu sagen, wir sind da, wir machen was und hier ist unser Geschenkchen von uns für euch und ja, macht da jetzt mit. Ich frage einmal kurz, Paula, haben wir irgendwelche Fragen über Twitter bekommen? Ist da was angekommen? Dann würde ich die weitergeben. Nee, leider gibt es keine Fragen über Twitter. Gibt es keine Fragen. Ist ja auch in Ordnung. Ist alles schon geklärt. Alles begeistert. Geklärt. Ja. Gibt es noch was von euch aus, was ihr erzählen wollt, was ihr thematisieren wollt? Ich habe nur eine Frage an dich. Vielleicht habe ich nicht ganz genau zugehört. Bei dieser App, ist das eure App oder ist das eine? Ach so, komplett selber programmiert. Kriegen die auch andere Aktivistinnen? Die können sich alle runterladen, okay. Die wollen, ja. Also das man ist, kann auch damit andere Dinge tun. Man kann jetzt nicht nur sie benutzen, um sich für eure... Ach so, meinst du? Naja, man könntest du auch tun. Also du kannst halt Veranstaltungen und Termine reinstellen und dann mit den Leuten chatten, die auch sagen, ja, ich nehme daran teil. Genau, das im Corporate Design von unserer Initiative. Also gehöre nicht zu den Programmierern, deshalb kann ich jetzt keine spezifischen Dinge dazu erzählen, weiß ich nicht, aber sie funktioniert und sie wird runtergeladen und es funktioniert tatsächlich auch als
Tool, um neue Leute zu treffen. Ja. Tatsächlich so. Ich habe jetzt auch Aktivistinnen Tinder gedacht. Aber den Tinder-Effekt weiß ich gar nicht, wie groß der ist. Wäre auch nochmal eine gute Auswertungsfrage vielleicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich dachte mir nur, das ist ja einfach ein nicht unpraktisches Tool eigentlich, was ja noch andere Bewegungen vielleicht gebrauchen könnten. Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen ist die, ich muss ja eh sagen, dass so dieses, das Instrument Volksbegehren, ich tatsächlich da relativ Fan inzwischen von bin, weil es geht nicht nur in Anführungszeichen zu sagen, ich bin für oder gegen etwas, sondern man muss hier dann messen lassen. Also sozusagen dann messen, du musst so und so viele Unterschriften zusammenbekommen, damit du die nächste Stufe erreichst und du musst so und so viele Menschen erreichen und dadurch sind die Ziele relativ klar und man muss sich darüber gar nicht erst zerstreiten, sondern die sind jetzt da und entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und ist, glaube ich, ein Instrument, was wir in den nächsten Jahren, ich meine, in Berlin wird es ja eh relativ rege genutzt, muss man dazu sagen, Volksbegehren. Und die Guten haben es ja auch immer geschafft, sozusagen, sind ja auch zustande gekommen. Also Tempelhofer Feld zum Beispiel, während die CDU damals mit der Kirche ihr Volksbegehren zur Wiedereinführung des Religionsunterrichts gescheitert ist. Genau, das spricht ja auch für Berlin. Ja. Ja, vielen Dank. Denke, wir machen jetzt hier mal Schluss und diskutieren dann vielleicht privat noch ein bisschen weiter. So long und bis bald. Ciao, ciao.